Aber was ist hier gemeint, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ihfadillah, bewahre Allah? Das heißt, hier bewahre die Religion Allahs. Bewahre die Grenzen Allahs. Bewahre die Wörter Allahs. Bewahre die Offenbarung Allahs. Bewahre die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du das machst, dann bewahrt dich Allah, dann schützt dich Allah. Und hier gibt es eine Sache, die wir lernen müssen. Und zwar, der Erfolg und der Schutz und das Gute und die Rechtleitung und die Bewahrung und der Islam und die Gottesfurcht und der Iman, all das fängt bei uns an, nicht bei Allah. Weil er sagte, ihfadillah yahfadhuk, bewahre Allah du selber, dann wird dich Allah bewahren. Das heißt, du musst anfangen. Der Anfang liegt bei dir, nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du die Rechtleitung haben möchtest, und die wollen wir alle haben, dann musst du damit anfangen, damit Allah dir die Rechtleitung gibt. Wenn wir das Gute von Allah wollen, dann müssen wir selber anfangen, damit Allah uns das Gute gibt. Wenn wir den Sieg von Allah haben möchten, dann müssen wir selber anfangen, den Sieg zu verdienen. Wir dürfen nicht bei Allah hoffen, ohne dass wir was machen. Wir dürfen nicht den Anfang woanders suchen. Wir müssen ihn bei uns suchen. Und wir dürfen auch nicht die anderen tadeln, sondern wir müssen uns selber tadeln. Das ist die Weisheit, die wir hier lernen, meine lieben Geschwister im Islam. Dass wir zuerst einmal den Anfang bei uns finden oder den Anfang bei uns selber suchen. Und dass wir den Tadel bei uns selber suchen und nicht bei den anderen. Wir sind Meister darin, den Anfang immer woanders zu suchen. Wir wollen immer, dass die anderen anfangen, nicht wir. Ja, fang du mal an, Bismillah, tfaddal. Nein, du musst anfangen. Wir wollen immer, dass die anderen tun. Nein, du musst tun. Wir wollen immer, dass die anderen die Arbeit übernehmen. Nein, du musst die Arbeit übernehmen. Wir wollen immer, dass die anderen die Verantwortung tragen. Nein, du musst die Verantwortung tragen. Und wir wollen immer die anderen tadeln, als uns zu tadeln. Und wir wollen immer unsere Fehler erklären, anstatt sich für die Fehler zu entschuldigen. Wir können immer unsere Fehler erklären. Und vor allen Dingen hier in diesem Land, in dem wir leben, mit dieser Mentalität, mit der wir aufwachsen, ja, die deutsche Mentalität. Die deutsche Mentalität sagt dir, du musst dich nicht entschuldigen. Weil wenn du dich entschuldigst, dann zeigst du damit Schwäche. Du musst erklären können. Ja, warum ist das nicht gemacht worden? Ja, weil so und so und da und da und da. Ach so, ja klar, stimmt. Nein, diese Mentalität müssen wir abnehmen. Wir müssen die islamische Mentalität übernehmen. Indem wir uns für einen Fehler entschuldigen und indem wir beim Fehler den Fehler für diesen Fehler bei uns selber suchen. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا.